Ich habe mal etwas länger nachgedacht und bin, und das ist erstaunlich, hier zu einem Ergebnis gekommen, nämlich zu dem Ergebnis, dass die Welt, so wie sie sich mir zeigt, inklusive aller Insassen, aus dem einfachen Grund heraus geschaffen worden ist, mir auf den Sack zu gehen. Insofern ist die Schöpfung als gelungen zu betrachten. Und dafür gibt es übrigens auch jede Menge Indizien, wie die Haushaltshilfe meiner Eltern die Buchstaben in den Handtüchern immer nannte. Soll ich Ihnen noch ein paar Indizien reinstecken? Ja, machen Sie mal. Man kann nie genug Indizien im Haus haben. Der Kabarateur ist nicht nur Spaßvogel. Nein, er ist auch Mahner und Künder. Und Mahner. Und Künder. Und Mahnung und Kunde tun Not. Gerade in diesen geistfernen Zeiten. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Zumindest im westlichen Teil. Dass die Insassen der Beutegebiete nur selten bei sich sind, macht die tägliche Nachrichtenlage überdeutlich und sollte niemanden, der mehr als 50 Gramm Hirnabtropfgewicht sein eigen nennt oder sich so viel zusammengeliehen hat, wirklich überraschen. Aber auch und gerade in den alten Bundesländern macht ein Phänomen von sich reden, das uns, die wir nachweislich noch alle Nadeln auf dem Baum haben, berechtigte Sorge bereiten muss. Ich rede von der Herbstdemenz. Jener geleeartigen Erweichung des Gedankenapparates, die mit Fortschreiten des Jahres ganze Bevölkerungsteile hinweg rafft. Verschiedenste Gruppen und Stämme dieser Republik werden im September in Bayern beginnend von Schwachsinn und geistiger Inkontinenz befallen, bis Mitte November auch die Rhein-Main-Gegend und das Ruhrgebiet erreicht werden. Wirkliche Ruhe herrscht nur auf der Hallighoge, von der man aber auch nicht weiß, ob die noch bewohnt ist oder ob da nur einige Ohrenquallen mit drei Parkuhren gekonnt eine Besiedlung vortäuschen. Ich stand vor Tagen noch in München, was, wie Sie alle wissen, immer die Gegend um Franz Beckenbauer herum meint. Die Gegend um Waldemar Hartmann herum nennt übrigens nicht nur der Astronom Schwarzes Loch. Ein Spaß. Steht auf einem ganz anderen Blatt, wenn da überhaupt einer mitgeschrieben hat. In München manifestiert sich jedes Jahr aufs Neue die aktuelle Herbstdemenz in der Eröffnung des Oktoberfestes. Erstes Anzeichen mentalen Verfalls ist natürlich der Septemberbeginn des Oktoberfestes, welches sich damit aber nahtlos in die Phalanx historischer Irrtümer einfügt. Denken Sie an die Oktoberrevolution, die ja bekanntlich in einem März stattfand, die Leipziger Montagsdemonstrationen, die sich ja immer mittwochs in Gera ereigneten, die Olympischen Winterspiele 2024 in Dubai, das samstägliche Mittwochslotto oder das Muscheln nur in den Monat mit W genussreich zu verzehren. Das Oktoberfest, wenn man bedenkt, und diese Zahlen sind authentisch, dass in der Zeit dieses Festes ca. 6 Millionen Liter Bier getrunken und 800 ganze Ochsen gegessen werden, natürlich geschnitten, nicht am Stück, 500.000 halbe Hähnchen, was ziemlich genau 250.000 ganzen Hähnchen entspricht, zur besseren Unterscheidung, Hühnchen sind die, die ihre Eier abgeben, Hähnchen die, die ihre Eier behalten, und etwa 240 Tonnen Kartoffelsalat, was etwa 230 Tonnen Mayonnaise entspricht. Wenn man also bedenkt, dass das alles gegessen wird, wird einem das Ausmaß dieser mentalen Ausfallerscheinung erst richtig transparent. Vor allem, wenn man weiß, dass die 6 Millionen Liter Bier nach einer Verweilzeit von im Mittel nur etwa 30 Minuten leicht erwärmt wieder ins Freie drängen. Auch dass zwei Drittel des Kartoffelsalates den Genießer nebst Hühnerklein nach durchschnittlich nur 8 Minuten wieder verlässt, und zwar oral und damit kaum verwertet, ist so schön nicht. Allein der Münchner gilt nicht von ungefähr als erkenntnisresistent. Nahrungsaufnahme ist ihm zwar wichtiger als alles andere, Kauen allerdings wird womöglich vermieden und am liebsten würde er sogar das Essen trinken. Wenn ihn nur die Nahrungsmittel ordentlich durchspülen, ist alles in Ordnung. Die Richtung ist dabei zweitrangig. Hat die Herbstdemenz Bayern damit oral verlassen, trifft sie quasi angereichert auf das Rheinland, wo sie im November dann Karneval auslösend wirkt oder Kardinäle zu Stellungnahmen über Kunst- und Kirchenfenster anstachelt. Schon oft in ihrer Geschichte verwechselten Kirchenführer ja Demenz mit Präsenz, zogen daraus aber keine Erkenntnis, ja hielten nicht mal für 5 Minuten den Mund. Herr Kardinal Meissner zum Beispiel ist ja das jüngste Fenster der Kirche, in der er arbeiten darf, die ihm aber nicht gehört, nicht figürlich genug. Das Fenster besteht aus 200.000 farbigen Glasquadraten. Das Quadrat ist übrigens neben dem Kreis eine der bekanntesten Figuren der Geometrie. Hätte die Kirche in der Vergangenheit nicht so manchen Mathematiker öffentlich bis zur Letalität erhitzt, dann hätte die Kenntnis darüber sicherlich auch Herrn Meissner, wenn auch über Umwege, erreichen können. Seine zusätzlichen Anmerkungen zum Topos Kultur beweisen, dass in der Vergangenheit nicht nur Mathematiker erhitzt wurden, sondern auch Philosophen und Historiker, deren Erkenntnisse deshalb ebenfalls fehlen und dass die Herbstdemenz nun endgültig in Köln angekommen ist. Jetzt ist es auch nicht mehr weit bis zum Karneval. Der Begriff Karneval übrigens kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Fremdgehen zu schlechter Musik.
Wie Sie sicher gehört haben, ist dabei nirgends von Humor die Rede. Der hat im Karneval auch nichts verloren. Was dort aber bisweilen vorkommt und fälschlicherweise für Humor gehalten wird, nennt der Eingeweihte Spaß. Spaß entsteht, wenn man Humor so lange kocht, bis die flüchtigen Bestandteile wie Geist, Witz und Verstand entwichen sind. Übrig bleibt eine klebrige, teerähnliche, übelriechende Substanz, deren Flecken, gerät sie mal auf Kleidung, nur mit der Schere wieder rausgehen. Spaß eben. Aus diesem Grunde heißt es in Baden-Württemberg auch, wenn ein Kleinkind dort ins Höschen stuhlt, Späßle gemacht. Aber auch das Ruhrgebiet erliegt nun der den Rhein hochschwappenden Demenzwelle. Meine Heimatgemeinde Bochum etwa, die seit ihrer Gründung darunter leidet, nicht Dortmund zu sein. Selbst zu Witten hat es nicht gereicht. Bochum also, eine Gemeinde lärmender Zweitklassigkeit, hatte nicht nur die eigene Imagekampagne an eine Essener Agentur vergeben, nein, Bochum hat diese Agentur danach für den irrwitzig teuren und nach mehrmonatigem Brüten entstandenen generalidiotischen Slogan »Bochum macht jung« noch nicht mal zur Rechenschaft gezogen. Etwa durch eine Verbringung der gesamten Agentur auf die Hallighoge zu den Ohrenquallen und den Parkuhren. Bochum macht jung. Eben nicht. Bochum macht augenscheinlich blöd, aber doch nicht jung. Und ausgerechnet der Essener hat's erfunden. Inzwischen gibt es den Slogan übrigens nicht mehr. Aber nicht etwa wegen seiner paradigmatischen Blödigkeit, sondern weil es zu allem Überfluss auch noch bei der Auftragsvergabe offensichtlich nicht mit rechten Dingen zuging. Wenn Sie also der Herbstdemenz entkommen wollen, fahren Sie irgendwohin, nur nicht nach Essen, Bochum, Köln, München und allem, was dazwischen liegt. Fahren Sie auf die Hallighoge. Alle. Und schön nacheinander, es passen ja immer nur 10 drauf. Wegen der Quallen und der Parkuhren. Und hören Sie mal wieder rein. Wir sagen Ihnen dann, wenn die Luft wieder rein ist. Und dann ist vielleicht gerade Ostern. Oder Weihnachten. Oder Kanuka. Oder Ramadan. Oder Tag der Arbeit. Oder einfach sonst nix. Also, frohe Feiertage.